Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Stardew Valley. Ja, jetzt sind wir wieder. Hallo Peer nochmal. So, ich hätte noch ein paar Trüffel und den Wein haben wir eigentlich genug. Komm, Gerte und den Weintrauben hier. Machen wir nicht lang rum, wir wollen ja Geld verdienen. So, was machen wir denn jetzt mit dem Rest vom Tage? Das ist die große Frage. Tagefrage. Wir waren heute noch nicht am Strand, ich weiß, aber es ist gesagt, oh doch, da ist Regenbogenforelle, Forelle, Quatsch, diese Muschel eben, und die haben hier gerade eine schöne Formation gebildet, ja, und die sind jetzt einfach mal davon geflogen, dabei tue ich doch keiner Möbel was. Das Meer rauscht ganz laut hier, finde ich, also zu laut fast. So, können wir hier irgendwas tun, was was bringt? Eigentlich weniger. So, und weiter geht's. Tja, uns fehlen wirklich noch Artefakte, aber ich weiß teilweise nicht, wie ich da dran kommen soll, weil die Sammlung im Museum ist ja auch noch nicht voll. Naja, ich gucke jetzt nochmal auf den Hof und lege das Krempel weg, was ich da habe. Und dann gucke ich mal kurz, wie viel Heu denn noch im Silo ist. So, jetzt ist er unterwegs anscheinend. So, wo hatte ich denn was? Was ist denn das hier? Spaghetti. Ah, interessant. So, einmal hier Venusmuschel rein und die Regenbogenforelle, wie ich schon wieder sagen, Muschel. Können wir eigentlich nicht viel machen davon. Lässt sie verkaufen für 600G Stapel. Warum ist denn das so bescheuert gemacht hier? Weil wir haben mehr. Wir haben mehr. Wir haben schon da hier drei, also haben wir fünf Stück. Die Korallen heben wir auch mal auf. Da kann man auch Sachen draus basteln, so viel ich weiß. Yo, was mache ich jetzt mit dem Rest vom Tag hier? Ah ja, ich wollte ja kurz hier am Silo gucken. Heuballen 181 von 240. Also ist hier noch gut genug drin. Wenn das andere fertig wird, gehen wir dann auf jeden Fall in den Wald. Und der Eichkatzerl. Ja, und noch eine Gewürzbeere. Jo. Tja, momentan habe ich jetzt keine Ahnung, wo jetzt hier mit der Story vielleicht noch was kommen könnte. Ach, da ist wieder unser Maestro. Ach, und da hält sie hin bei ihrem alten Haus hier. Ja, die hat es ja nicht weit zum alten Haus. Hätte ja eigentlich mir gewünscht, dass wir das als Lagerhaus benutzen dann oder so. Ja, warum brauchen wir nicht? Wir brauchen keine zwei Häuser, das ist schwachsinnig. So. Warte mal, lass mich mal im Kalender gucken. Nein, ich möchte diese Beere nicht essen. So, Willi hat in zwei Tagen. Jetzt gucke ich nochmal geschwind hier am See entlang, beziehungsweise am Gewässer. Ah ja, darauf habe ich gespekuliert hier. Da können wir mal angeln. Wäre das jetzt nicht gewesen, hätte ich gesagt, ja, Schluss aus, vorbei. Mal gleich mal spontan angeln. Ja, schön. Weil sonst dauert es erheblich lang. Höchstens wir bräuchten das für einen Auftrag. So, ich möchte diese Truhe haben, bitte. Der Fisch ist mir eigentlich jetzt gerade ziemlich rille. Ich möchte eigentlich mehr Schätze haben. Ein Hecht.
So, ein Skelettschwanz. Da haben wir schon ganz viele von, meine ich. Besitzt einen davon, ja, bla bla. Ich habe aber schon ganz viele verkauft. Eine Brille, danke. Für die Mülltonne ist das eigentlich gedacht, also für die Verwertung. Ein neuer Fisch. Der ist sehr frisch. Und wenn einer sagt, dein Fisch ist ein Fisch. Ah! Jetzt haben wir die Regenbogenforelle. Hatten wir es nicht vorher davon? Wo ich ständig die Muschel als Regenbogenforelle bezeichnen wollte. Wobei es eine Regenbogenmuschel ist. Ein Gotteslachs. Ah, der ist eigentlich ja sehr selten eigentlich geworden, ne? Für ein Kochrezept brauchen wir den aber. Noch einer. Oh ja. Also wenn man es nicht braucht, dann kriegt man die Sachen auf jeden Fall. So ist es ja meistens. Aber wie du brauchst es, dann verstecken sie die Sache ganz schnell hier. Das könnt ihr dann meisterhaft sich verstecken. So, mal schauen, wie lange das Feld noch bleibt. Perfekt. Ein Hecht. Treffer. Ja, meistens hatte ich auch solche Felder gesehen, wenn ich gerade was vorhatte. Und jetzt haben wir es halt mal wirklich zufällig erwischt. Eine Brasse. Ja, gut, ab dem Zeitpunkt kommt die, glaube ich. Kann jetzt sein, dass wir da 50 Brassen rausziehen aus dem See hier, aus dem Fluss. Was sage ich wieder? See und Fluss. Ich immer mit meinen Verwechslern hier. Aber dann wäre es ja nur halb so lustig. Gut, manche meiner Witze sind ja alles immer sehr flach hier. So, einmal Köder wieder mal. Treffer versenkt. Die drei Treffer versenkt. Aha. Eine Brasse, da wollen wir wieder was verbrassen. Treffer. Das ist aber ein lahmarschiger Fisch hier, der bleibt auf der Stelle stehen. Noch eine Brasse. Ah, Penny geht auch rum hier. Ja, also wenn man angelt, dann scheint ja die Zeit immer gestoppt zu werden hier auch. Und ich habe das irgendwie anders in Erinnerung gehabt, dass das eigentlich nicht so ist. So, die geht in ihren Wohnwagen. Ja, für die bauen wir ja praktisch dann ein Haus mit, für Pam und Penny. Weil die sind ja Geschwister, so wie ich das noch weiß. So, was haben wir hier? Kohle! Yo, gib mir mal die Kohlen her aus dem Keller. Treffer! Und eine grüne Alge. Und was haben wir noch? Einen Fisch. Der ja wieder mal sehr frisch ist. Da gibt es auch den Zungenbrecher, den ich jetzt nicht aussprechen möchte. Weil ich es wahrscheinlich sowieso falsch sage. Fertig, perfekt. Eine Brasse. Treffer, versenkt. Oh, der Fisch wackelt ein bisschen rum. Naja, gibt es halt kein Perfekt, ist aber auch egal. Ein Hecht. Die sind immer sehr wackelig, die Hechte. Ach, naja, gut, perfekt. Kriegt man immer, aber egal. Ein Gotteslachs. So, Maru geht anscheinend auch jetzt nach Hause. Nein, da wollte ich doch gar nicht angeln. Weg. Jetzt verschwende ich einfach meinen Köder. Ja, das ist zu knapp. Was soll's, wir haben Köder genug, wir kriegen immer wieder Köder. So, und wenn nicht, gehen wir halt einfach hier ein paar Insekten kloppen. Und wieder eine Regenbogenforelle. Yes. Und eine Nautilusmuschel. Das Fossil haben wir am Anfang sowas von gesucht, oder? Und haben es auch nicht bekommen. Das ist wieder ein Hecht, so wie der sich bewegt. Ja, das ist ein Hecht.
Auch gut, die Musik hört einfach auf und das Bienensummen kommt. Das finde ich jetzt aber nicht so befriedigend, möchte ich aber sagen, ja. So, ein Hecht. Kupfer und Köder. Naja gut, also die Köderausbeute jetzt beim Angeln ist jetzt hier ein geringer, aber nee. Ich sag's mal so, eigentlich die bräuchte gar keine Köder finden in der Kiste. Das finde ich total unsinnig. Ich meine, es wäre ja lustig, wenn wir mit der Hacke sozusagen Köder rausgraben können, also Würmer. Das wäre ja im Prinzip logisch, aber bei Spielen eine Logik zu suchen, das ist immer sehr gefährlich. Da gibt es keine Logik eigentlich. Und wieder ein Hecht für den Knecht. Okay, was für die Suppe. Aha, der Schmied kommt auch mal wieder. Der geht wahrscheinlich ins Inn rein. Soll ich den kennen? Der geht ins Inn, genau. So, den Fisch brauchen wir leider, um die Truhe zu bekommen. Das ist aber nur ein Hecht. So, ach toll. Das zum Beispiel, das dürfte es gar nicht geben hier, dass da zweimal Köder rauskommen. Weil darauf kann ich verzichten, auf so eine Ausbeute. Noch ein Hecht. Ja, da waren dann meine Truhen, die zugehen, genau. Meine Ställe, die sind jetzt zugegangen. Also das Feld geht schon ganz schön lang, muss ich sagen. Das haben wir auch schon anders erlebt. Ah, jetzt habe ich gedacht, es löst sich auf. Ne, eine Brasse kriegt man hier noch. Na, es war zu weit. Ich hole noch mal ein. Eine Brasse. Ah, jetzt ist es weg. Genau kurz vor 20 Uhr, ja. Naja, okay, das hätte jetzt noch gehen können. Ah ja, den Fisch nehmen wir noch mit. Ein Hecht war das nochmal. Ich meine, so rekordtechnisch kriegen wir jetzt allerweil gar keine Rekorde mehr, weil ja, wir haben schon so die ziemlich großen Fische bekommen. So, jetzt geht's mal wieder weiter hier. Also das Gemeinschaftssender aufbauen, das war schön. Was es jetzt allerdings noch bringt, weiß ich einfach nicht. Bringt tut uns eigentlich jetzt momentan mehr gar nichts mehr. So, Sebastian. Ich reite einmal da außen rum. Ich suche nochmal nach. Ah, da ist was für die Goldgräberpfanne. Feuerquarz und Kupfererz. Nö, da ist kein Fischvorkommen mehr. Naja gut, Fische kommen ja überall hier drin vor dem Gewässer, aber halt geballt, wenn nur diese komischen Blasen da kommen. Ansonsten wartest du halt einfach mal eine Weile, ne? Das ist so eine Sache.
Ja, und der Leuchtring, der ist so eine tolle Sache, dass hier immer alles schön beleuchtet ist. Hier ist nichts. Einfach nochmal darum. Naja, und dann können wir eigentlich den Tag schon so gut wie abhaken, ne? Pilze wird man nicht ernten, da haben wir auch schon genug. Da können wir die Leute mit zuschmeißen, wenn wir dann wollten. Das muss ja nicht sein. Hier ist auch nichts. Vielleicht geht es da nicht weiter runter hier noch. Hier komme ich wahrscheinlich gerade durch mit dem Pferd. Naja, nee, das war ja fast klar. Das Pferd ist einfach zu breit. Da gibt es bestimmte Nischen, wo wir noch durchkommen. Da gucke ich mal rum. Um diesen See hier mit dem großen Steg. Ich finde, der Steg ist schon ein bisschen überdimensioniert. Hier haben wir noch eine Gewürzbeere. So, da die Glühwürmchen glühen auch. Wir haben ein viel größeres Feld. Haha, wir glühen viel stärker. Da kann jedes Glühwürmchen neidisch werden, ne? So. Dann bringen wir doch mal hier das Zeug heim. Gewürzbeeren. Hier. Ja, wir haben zwei weg und haben drei bekommen. Also das haben wir im Geschäftle gemacht. Dann haben wir hier wieder Mayonnaise. Entenmayonnaise. Die Mayonnaise kommt in die Küche. Die muss hier nicht rumgammeln. Genau, vor allem rumgammeln. Dann haben wir noch Quarz. Der Quarz, den hätte ich gleich hier trinken lassen können, den Feuerquarz. Die Brille lasse ich da. Das Skelett brauchen wir hier nicht. Dann haben wir es doch eigentlich. Die Köder können wir an die Angel hängen. Der Lehm kommt hier rein. Lehm. So, den Skelettschwanz, den haben wir schon so oft gefunden, meine ich. Sammlungen. Artefakte. 7 Mal insgesamt. Die Kohle und das Kupfer, das schmeißen wir hier hin. Kupfer, Kohle. So. Schattenmajo, Diemajo. Nein. Ja, braucht man nicht. Den Hecht, der ist was wert. Die Brasse ist nichts wert. Die Regenbogenforelle ist, naja. Der Hecht ist was wert. Der Gotteslachs ist gar nichts wert. Die eine Regenbogenforelle, naja. Ich weiß gar nicht. Forellensuppe kann man da zum Beispiel draus kochen. Wir behalten es, weil die Brassen sind definitiv auch nichts wert. So, das wäre es eigentlich gewesen. So. Ich habe gedacht, ihr wolltet mit mir reden gerade noch. Nö, das tut es doch nicht. Alles klar, mein Schatz. Wir reden im Bett noch mal gleich. Die wird sich jetzt nicht gleich hinlegen, so wie es ausschaut. So, haben wir ja eigentlich einen Fisch drin hier in der Küchenkiste? Nein. Dann tun wir den ganzen Fisch mal hier rein. Ja, jetzt ist die Kiste voll. Ach, den Skelettschwanz habe ich nicht verkauft. Den wollte ich noch wegpacken. Und die Edelwiege da kommt hier in den Schrank rein. So. Gut, heute machen wir ein bisschen ernster Schluss mit der Folge. Und auch hier. Ah, die Katze ist hier oben. Okay, Lea hat noch gar nicht geschlafen. Aber sie hat auch nichts mehr zu sagen jetzt hier oder so. Gute Nacht, Bussi gibt's hier nicht. So, Needs Love. So, einmal nochmal die Katze knuddeln. Auch wir haben Schlafen. Katzen sind ja eh immer. Die können jederzeit schlafen, so viel sie wollen. So, wir machen Abrechnung. Ja, heute gehen wir einfach früher ins Bett. Das will ich jetzt mal so ein bisschen machen. Vielleicht, dass wir auch 2 Tage mal in 2 Folgen durchkriegen oder so. So, Hofarbeit, jawohl, 4.481 Gold.
Ja, dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Lego. Tschüss.